So, willkommen zurück. Wir schauen mal, was die Sophia so macht. Sie kümmert sich um den Garten und wir werden erstmal die Käfer einsprühen. Ja, ignorieren wir mal diesen Schritt. Und wir hoffen, dass bald alles wächst und gedeiht und schnell bereit ist zum Verkaufen und zum Verzehren. Ich glaube, sie hätte auch Lust, mal auf was anderes zu essen. Außer nur Haferschleim. Oh, wir müssen noch das Wasser wechseln oder austauschen. Sie ist immer noch traurig von dem, naja, miesen Essen, würde ich jetzt mal sagen. Sie braucht Spaß. Außer, dass ich noch auf die Toilette muss, aber was könnte man denn tun? Außer lesen. Ja, ich glaube viel. Wasser sammeln und Wasser spielen. Spielen wir mal im Wasser. Ist ja warm, es ist Sommer. Sie so mit der Lippe zittert. Also ich habe auch schon dieses Essen gegessen, aber so traurig war ich jetzt auch nicht. Hier. So, dann gehen wir mal spielen. Ich finde es schade, dass man nicht schwimmen kann im Teich. Oder wenn man sich jetzt, naja, vielleicht einen kleinen Weiher oder See macht. Naja, gut, okay, See wäre übertrieben, aber. Ja, ihr wisst, was ich meine. Man könnte sich doch wenigstens reinsetzen. Schauen. Ah, es bringt leider nicht so viel. Das war schon. Okay. Dann geht sie jetzt schon ins Bett. Naja, sie muss ja auch morgen wieder zur Arbeit. Aber das regt mich voll auf, dass ich da nicht weitermachen kann. Also, vielleicht geht die Logik, aber der Rest nicht. Also es klingelt einfach noch nicht mehr, aber es nervt. Ich würde es gerne komplett stumm schalten und die Nachrichten, also die Benachrichtigungen ausschalten, aber das geht leider nicht. So, erstmal was lesen. Ja, Hunger hat sie auch schon wieder. Sie ist ja immer noch traurig von dem letzten Mal. Oh je. Okay, dann zum Wachsen ermutigen. Dann tu das mal. Sprech mal mit der Pflanze. Wobei sie einfach die Sachen daraus. Also. Es sollte Unkraut sein, aber da ist keins. Gartenarbeit mag, ja. Wäre schlecht, wenn sie es nicht mag, denn dann würde sie wahrscheinlich verhungern. Also Kartoffeln werde ich nicht pflanzen, die gab es auch noch nicht. Genauso wie die Tomaten. Wenn sie ein bisschen Geld hat, werden wir mal zum Markt gehen und ein bisschen Gemüse kaufen und einpflanzen. Ich bräuchte auch noch ein paar Beete. Gleich hier noch ein paar. Oder wir entwurzeln. Wäre hier eigentlich auch eine Idee. Naja, mal abwarten. Jetzt ist Unkraut gewachsen. Oh, dein Ernst? Und Käfer. Oh. Was? Ach, es ist trocken. Ja. Das kann ich dann nach der Arbeit machen. Keine Zeit mehr. Sie hat wohl einen innerlichen Wecker.
Sie kommt immer pünktlich zur Arbeit. Aber es ist ausgezeichnet. Sollte man da nicht mal eine Beförderung bekommen? Aber das geht ja leider nicht, solange man nicht das erfüllt hat. Ich sowas hasse. Level 3 der Gartenfähigkeit. Meine Arbeit beschämt. Oh. Ja. Und sie hat heiß. Ableben durch Verbrennen. Hat sie keine Sommerkleidung an? Nee. Outfits. Kleidung ausziehen. Natürlich auch eine Idee. Ich sehe es gerade nicht, aber egal. So. Oh, liebe Schub. Oh. Warme Kleidung. Eine warme Wäsche an hat. Ich dachte, du hast heiß. Ah, naja. Oh, da ist irgend so ein Busch. Mit Glockenblumen. Ach, die können wir einfach mal pflücken. Warum nicht? Nein, ich möchte nicht in der Gruppe beitreten. Vielleicht ein bisschen angeln gehen. Was geht hier nicht? Oder hier, genau. Was ist dann? Angeln gehen. Mal schauen, vielleicht fängt sie einen leckeren Fisch. Jetzt ist sie auch mal ein bisschen abwechselnd. Schade, dass man da nicht schwimmen gehen kann. Es geht leider nur in Tartosa und in Solagen. Anscheinend sind die Fische in dieser Gegend zu clever für Sophia. Sie sollte woanders angeln, bis ihre Fähigkeit. Bis ihr Fähigkeitslevel hoch genug ist oder es mit einem wertvolleren Köder probiert. Okay, gibt es noch eine andere Stelle? Nein, was ist das? Ein Brombeerstrauch. Machen wir mal. Holen wir uns Brombeeren. Ich weiß nicht, ob sie was nützen, aber vielleicht könnte ich die auch noch weiter pflanzen. Wäre eigentlich auch eine Idee. Das sind noch mehr Brombeeren. Ja, die kann man ja eigentlich zur Marmelade verarbeiten. Was gibt es hier noch so? Ein Löwenmäulchen. Ach ja, ich habe ein Mod runtergeladen, dass die Bäume nicht. Es fällt mir schon wieder das deutsche Wort nicht ein. Also nicht so verschwinden, wenn man näher rangeht. Da sind noch ein paar Blumen. Kann man hier angeln gehen? Nö. Oder? Doch, dort hinten. Mal schauen, ob sie jetzt einen Fisch fängt. Sie hat auch schon sehr viel Hunger. Okay, du darfst gleich nach Hause gehen. Probier das noch einmal. Müde ist sie jetzt auch. Okay, es ist auch schon 10 Uhr abends. Auch in dieser Gegend sind sie auch so clever. Ja, ja, du darfst nach unten gehen. Dann warte doch, bevor du ins Bett gehst. Wo ist denn der? Oh, ist es vielleicht schon schlecht geworden? Oder habe ich. Nee, ich habe es doch in den Kühlschrank gestellt. Ach Gott, dann geht sie erst ein bisschen schlafen. Das unterdrückt den Hunger. Ja, leider hat sie jetzt die Decke nicht drauf, aber finde ich jetzt nicht so schlimm. Ach, jetzt muss ich noch auf die Toilette. Ja.
Wir haben ja kein Geld und er ist nicht. Dann mach dir noch mal ein bisschen Haferstein. Machen wir meine Einzelfunktion, wenn es sich nicht hält, bringt es ja nichts. Das hier ist halt der Vorteil, dass sie alleine ist. Aber da fällt mir ein, ich müsste noch einstellen. Lebensdauer. Ich weiß nicht, ob ich es auf normal schaffe. Obwohl, ich probiere es mal. Dass sie jemand heiraten kann und Kinder bekommt und dann nicht einfach auf einmal aufhört. Mal schauen, vielleicht stirbt sie auch allein und einsam. Dann wird sie jetzt gleich wieder traurig. Muss pieseln. Schauen wir mal kurz nach den Pflanzen. Nee, das dauert leider noch. Mit Tränen gießen. Mach das mal. Nee. Braucht soziale Kontakte. Ich glaube, ich muss ihr eine Freundin oder so basteln noch. Oder einen potenziellen Ehemann. Ich weiß nicht. Ich schaue mal noch. Vielleicht mache ich das dann so, zwischendrin mal irgendwann und nehme dann wieder auf, denn na, ich weiß nicht, das dauert dann wieder so lange. Vielleicht werde ich ihn als Nachbar irgendwo wohnen lassen. Mal schauen. Vielleicht am besten wäre es auch so eine kleine Hütte gewesen. Oder sie verliebt sich in jemand Reiches und der verliebt sich in ihr, keine Ahnung, dann hat sie ein besseres Leben. Nee. Das wäre dann auch irgendwie langweilig. Du musst zur Arbeit gehen. Dann geht sie mal arbeiten. Praktisch. Eigentlich müsste ich sie gar nicht pflanzen. Das sind ja schon. Könnten wir dann eigentlich eine Marmelade draus machen? Weiß nicht, ob das irgendwas bringt, aber man könnte sie verkaufen. So, jetzt sich nicht verändert. Einmachen. Oh, da braucht man bestimmt Zucker. Na, logisch. Stimmt. Ja. Soll sie jetzt erstmal kurz schlafen oder Nickerchen machen? Videospielfähigkeit. Oder wir probieren bei der Lotterie mitzumachen. Was sind denn 100? Nee, das ist zu teuer, Sim. 100 Simoleons. Da hat sie ja gar nichts mehr. Weil wir dürfen nicht vergessen, die Miete kommt auch noch irgendwann dazu. Also nicht die Miete, ich meine die Rechnung allgemein. Ach, das ist ja nur, wenn man in einer Wohnung wohnt. Da würde ich sagen, geh zum Markt. Gehen wir mal nach Ma, Henford und wie heißt Moment. Was ist denn jetzt los? Was ist denn hier los? So, willkommen zurück. Ich durfte tatsächlich wieder alles von vorne machen. Aber zum Glück hatten wir nicht allzu viel gespielt, aber trotzdem ist es sehr ärgerlich. Also, das passiert mir halt so selten, dass ich nie zwischendrin speichere. Naja. Wir wollten eigentlich zum Markt und Zucker kaufen, aber verschieben wir das mal auf den nächsten Tag. Leider habe ich auch alles wieder pflanzen müssen. Jetzt habe ich anders gemacht. Ich habe also nur Kürbis, also ich habe die Wassermelone mal weggelassen. Und die anderen Pflanzen jetzt auch erstmal. Aber ich kann ja trotzdem mal die Samen noch kaufen. Schon mal. Mal schauen, was da drin ist. Dass die Brombeeren nicht gesammelt hat. Ich bin nochmal sammeln gegangen mit ihr.
Okay. Oh, jetzt haben wir Pilze. Machen wir zwei Trauben. Eine Erze, leider passt dort hinten nichts hin irgendwie. Zwei Pilze. Passt auch. Machen wir eins. Es ist ziemlich unnötig, denn irgendwie Riesenpilze. So, erstmal einpflanzen. So. Ach, da könnte man sich echt aufregen. Man macht so lange und dann darf man das gerade schon wieder machen. Ich könnte zuerst mal was essen, bevor die Schlaf geht. Also, wenn man Kerzen hat, ist der Strom irrelevant. Da finde ich jetzt die aus dem Hochzeiten-Pack ganz praktisch. So, dann gehen wir schlafen. Und dann gehen wir zum Markt, kaufen Zucker und machen Marmelade. Dann kann man die weiterverkaufen. Denn mit ihrem Beruf verdient sie sehr wenig, die Arme. Sie ist ja eher mal dran als ich. Ach ja, und der Sozialkontakt. Ja, dann müssen wir mal schauen. Sie muss dann gleich zur Arbeit. Lassen wir sie erstmal arbeiten gehen. Natürlich Unkraut mal wieder. Na, von mir wird es nicht reichen. Sie muss gleich zur Arbeit. So. Und sie ist zurück. Oh, die kann man schon ernten. Werden nicht noch ein bisschen größer? Ach ja, stimmt. Ich habe die. Ja, stimmt. Die waren irgendwie im Inventar. Stimmt. Ich habe die dann später eingepflanzt, aber jetzt. Ja. Weil hier kein Platz ist. Dann alles ernten, damit man auch mal was zum Essen hat. Und jetzt gehst du erst speichere ich mal. Nur so zur Sicherheit. So. Und jetzt können wir hoffentlich zum Markt. Bitte. Okay. Da. Nach Henford on Bagley. Oder Bagley. Bagley. Ja. Und da sind wir schon wieder. Nibbish, Katamaya, so, und hier ist. Bimbe! Bimbe! Knauschgesicht, aber da ist doch irgendwo die Nonne, die Agnes, wo ist sie? Kann ich euch leider nicht zeigen, nein. Ware am Grünzeugstand kaufen. Nee, nicht. Nein! Warum hast du jetzt Chips geholt? Tonka! Das ist, wenn man ihn den freien Willen lässt. Das war es leider nochmal. Also, wir brauchen Zucker erstmal. Zucker, Zucker, Zucker. Hat sie wohl nicht. Moment. Bevor ich jetzt unnötiges Zeugs kaufe. Okay. Zucker. Wie holen wir? Wir haben 164. Wir holen mal 5 Päckchen. Und
Vielleicht hat sie noch was, wo man pflanzen kann. Mehl wäre auch gut. Aber man kann das ja jetzt mit dem Cookbook oder Old Cookbook selber machen. Aber ich muss jetzt noch mal schauen, mit was. Ich hole erstmal den Zucker und können wir abhauen. Okay. Dann können wir mal gerade schauen. Ja, sie ist traurig. Ja, tut mir leid. So, erst. Oh, wo komme ich das denn hier? Irgendein Zahn? Und Acorn, das sind die Eicheln und Chestnut, die Kastanien. Wo soll ich die herbekommen jetzt? Vielleicht ist es doch besser, wenn man das kauft. Na gut, Käse, okay, mit Milch, Butter. Ja, muss ich mal echt nachschauen, wo man das macht. Dann können wir schon mal ein bisschen Marmelade machen. Ja, und ich denke, ich beende es dann auch gleich hier und dann schaue ich mal genau, wo man diese Zutaten herbekommt. Ich weiß auch gar nicht, ob man die pflanzen kann. Das habe ich irgendwie nirgends nachgelesen. Ah, warum hört sie jetzt auf? Ach, ich hasse das, wenn sie immer aufhören. Einfach so ohne Grund. Gott, schon wieder eine Finger gestunden. Ich beschleunige das Ganze mal. Das hört schon wieder auf. Mein Gott, jetzt mach. Das ist echt schlimm. Los, mach deine Mama. Also, oh je. Okay, sie hat keine Lust, eindeutig. Sie sagt gerade, nein, ich möchte jetzt keine Marmelade machen. Oder ist es, weil ich vielleicht keinen Strom mache? Nee, es sollte eigentlich gehen. Warum macht sie das jetzt nicht? Aha. Yes. Ah. Warum funktioniert das nicht? Sie schneidet ja immer wieder von vorne. Vielleicht hier? Was ist das Problem? Komm, dann räum auf und dann hast du halt Pech. Ich weiß auch nicht. Ach, das sind dann die Momente, wo ich mich so aufregen könnte. Warum machen die nicht das, was ich sage? Das ist ja... Ach, egal. Ich schaue mal, wo das Problem liegt, aber das ist jetzt auch nicht so wichtig erstmal. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.